Also ich muss ganz ehrlich sagen. Na, Anita, neues Kätzchen. Ja. Katze oder Kater? Katze, guck da. Oh, ja, die sieht ja aus, Millis Verwandte, oder? Ja. Und gestern kastriert, Nee, vorgestern schon. Ach so, du hast jetzt 2 Tage bei dir gehabt, ja? Ja. Ja, wir wollten nochmal sagen, also im Endeffekt ist es so, Straßenkätzchen bei dir vom Dorf, hier aus der Nähe, und keiner will sie. Genau. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das zum Thema, weil manche sagen, ein liebes kleines Kätzchen kann ja jeder nehmen, ne? Erstmal will die keiner und zweitens haben die Todesangst vor Menschen, aber die sind nicht so geboren worden, das ist eine ganz normale Reaktion. Ja, guck mal, ich hab's. Ich nehm dir das nicht übel, Süßer. Nee. So, jetzt geht es Katzen Kinderzimmer. Da sollen wir noch mal gucken wegen Frey. Ich hab noch eine olle Jacke an, die kommt dann gleich in der Wäsche. Die du hattest, Frederika, willst du die nochmal? Na, die ist ja hier hinter, nicht? Nö, die ist hier. Na ja, dann Frederika. Ach, das ist ja die ganz Süße. Na, komm mal her, meine Schöne. Die sehen sich ja alle ähnlich. Ich meine, vielleicht hoffentlich verwechseln wir die uns auch nicht. So. So, jetzt machen wir alle Türen zu, weil wir hier besseres Licht haben. Also was man sagen muss, wenn ein Tier, Katze oder Hund mit Flöhe befallen ist, finde ich einen Flohkamm. Darf ich mal kurz? Das ist so ein Teil hier, bekommt man im Fressnapf Futterhaus, muss man direkt dann fragen. Manchmal haben die den auch an der Kasse oder in der Schublade. Oder beim Tierarzt finde ich als Flohbekämpfung mittlerweile echt super. Weil wenn du das jeden Tag machst, wenn das Tier das erlaubt, aber vorsichtig, ne? Ja, Anita ist immer unser Flohspezialist. Zuständig für die Flöhe. Macht auch Spaß, die Katzenkinder. Ja, also es ist auch schon besser geworden, ne? Weil es war ja hauptsächlich die Tiere, die bei dem Herrn gekommen sind, habt ihr ja auf dem Video verfolgt. Die sind wirklich, also Durchfall, Flöhe. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir das hinkriegen. Ne? Also wenn ihr euch nicht sicher seid, so eine kleinen schwarzen Punkte, dann sagt man, kann man ein bisschen mit Wasser und wenn es dann so rötlich wird, so rotbraun wird, dann ist es Kot. Dann ist es Kot, weil da in dem Kot der Flöhe ist Blut drin und deshalb wird es dann so ein bisschen rotbraun, wenn man ein bisschen Wasser dran macht. Ja, hier ist jetzt ein ganz großer Fleck rot, aber wird da nicht zu sehen. Doch. Aber man sieht es von meiner, ich sehe das, hier war alles eben schwarz und sie hat mit Flüssigkeit und ihr seht, alles ist rötlich verfärbt. Aber der hat noch rot, also. Aha. Gut, liebe Leute, ihr seht, wir haben zu tun. Das war's für heute und bis die Tage. Danke, tschüss.